Heute probiere ich Prinz Aulbert. Herzlich willkommen zum Knirschbier-Kanal. Heute probiere ich wieder was von Aulche, nämlich den Prinz Albert. Prinz Albert ist ein 6,0 Volumenprozent starkes Witbier, und zwar also belgischer Stil des Wit. Wit ist ein Weißbier, ein Weizenbier, aber eben auf belgische Art. Die Belgier machen sehr viel Rohfrucht, also ungemälzte Gerste mit hinein, zusätzlich zu dem Weizenmalz und hier auch noch Hafermalz, was mit hier drin ist. Und vor allen Dingen kommt auch sehr oft Gewürze mit rein. Also sehr oft Orangenschalen, Zitronenschalen, Koriander und andere Gewürze. Hier drin ist Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafer, Orangenschalen, Zitronenschalen, Koriandersamen und Hopfen und Hefe. Ja, es ist ein Weißbier, was eben von den Gewürzen her besonders ist und was sehr trüb ist und hell. So sollte ein Witt sein. Dann, was ist mehr zu sagen? Wie immer bei Aulche, die Dose ist schön anzusehen. Mir gefallen die einfach. Da steht ein bisschen was Text drauf, den will ich jetzt nicht vor. Ein Weizen belgischen Stils. Sehr hell, lieber schon. Sehr helles Weißbier. Witt. Ja, leicht trüb. Sehr gelbe Farbe. Gar nicht mal so goldig, so richtig gelb, finde ich. Aber hell und trüb und weißer Schaum. Näschen. Also man riecht schon, dass es ein Weizen ist, also Weizenanteil ist. Ist eine Zitrusfruchtigkeit dabei, klar, wenn Zitronen und Orangenschalen drin sind, sollte es erwarten. Also nicht, soll ich jetzt sagen, okay, oh, da ist Orange. Mag sein, dass es ein Tick zu kalt ist. Ich deswegen nicht so viel rausrieche. Muss zugeben, Witt hatte ich noch nicht so oft im Glas. Zweimal oder so, vielleicht. Und deswegen bin ich gespannt, wie das schmeckt. Aulche, kein Geheimniswister, mag ich. Gehe davon aus, wird mir schmecken. Prost! Sehr schönes Mundgefühl, wie halt so ein Weizen ist, also auch ähnlich wie ein deutsches Weizen. So ein kräftigeres, sämigeres Mundgefühl hat. Das habe ich hier auch. Was ich eigentlich gar nicht habe, ist Koriander im Geschmack. Wundert mich gerade so ein bisschen. Weil Koriander ja eigentlich doch einen recht starken Geschmack hat, eigentlich, finde ich. Habe ich mir jetzt nicht. Auch in der Nase. Die sich nicht verändert hat nach dem ersten Trinken. Orange und Zitrone habe ich auch nicht sehr. Probieren wir ein zweites Mal. Da ist eine Bittere, die anders ist als nur rein vom Hopfen. Und das, schätze ich mal, wird von den Gewürzen sein. Es ist so ein bisschen so eine, eher so eine bittere, wie sie bei, ja, und das ist dann eben, das passt zu den Orange- und Zitronenschalen. Was eher so eine bittere, wie man bei einer Grapefruit hat, finde ich. So von der Art. Also nicht diese typische Hopfenbittere, sondern eher so eine, ja, Zitrusschalenbittere. Ja. Auch das ist ähnlich wie Weizenbier, finde ich. Ein Bier für den Sommer. Weizen im Winter
übertrieben gesagt, vom Kamin. Das kann ich mir nicht vorstellen, das geht nicht. Weizen ist ein Bier für im Sommer. Am besten draußen, also auch jetzt hier falsch. Und bei schönem Wetter. Und auch das würde ich da hinpacken. Probier nochmal. Ja, diese Bittere, diese Säure ist definitiv nicht, wie sie vom Hopfen ist, sondern tatsächlich wohl von den Gewürzen da drin. Ja, sehr schön. Ist jetzt auch nicht das Bier, was ich mir immer holen würde, gebe ich zu, aber durchaus lecker und gut trinkbar. Und vielleicht im Sommer, wenn ich so wieder in Holland im Urlaub bin und schön Wetter ist, könnte man nochmal über diese Dose nachdenken. Ja, welche Witbiere soll ich probieren? Lass mir da gerne einen Kommentar da und dann bis bald und Prost!